Willkommen zurück zu Banish, der Stadt, in der irgendwie alles immer drunter und drüber geht. Wir haben mal wieder ein Werkzeugproblem. Wir arbeiten derzeit daran, indem wir jetzt hier irgendwo hier unten irgendwie hier nochmal einen Schmied hingebaut haben. In der Hoffnung, der bekommt hier so ein paar Materialien hier von da, ne, Eisen und Holz. Und ja, mal schauen, wie das so funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe wirklich auf das Beste. Es geht einfach nicht, dass wir die ganze Zeit immer Kernwerkzeug haben. Warte mal. Haben wir? Ja, Farmer habe ich da gesetzt. Es wird nämlich bald wieder vom Winter auf Frühling. Ich könnte hier, ne, einfach mal ein paar mehr Beppos haben, die jetzt hier einfach mal an allem am Werkeln sind, bis jetzt hier wieder der Frühling hereinbricht und die ganzen Leute erstmal wieder farmen sollten. Ne? So. Wenn das Eisen jetzt hier vernünftig verarbeitet werden wollen würde, das wäre ein Traum. Das wäre echt ein Traum. Aber mal gucken. Erstmal hier so ein bisschen die Jahreszeit mal wieder im Auge behalten, weil, ne? Plötzlich ist es Frühling und niemand hat es gemerkt. Ich finde es schön, wie über ein Drittel unserer Bevölkerung mal wieder keine Werkzeuge hat. Wir haben auch immer noch kein Feuerholz. Es geht hier ständig in dieser Stadt drunter und drüber. Ja? Ne, die hier hauen Zeug aus dem Boden, weiße, mit ihren allerbesten Händen, ohne Werkzeug, ohne dies, ohne das, ohne jenes. Ja, das ist ein Traum, das ist einfach ein Traum. So, machen wir 30 Worker hier für Farmerei. Wir haben einen, der ist hungrig, warum auch immer. Wer ist denn hier hungrig? Warum ist der denn hungrig? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Der hat auf jeden Fall eine geringe Happiness, weil er hungrig ist. Macht natürlich Sinn. Gut. Es werden aber weniger Leute, die jetzt hier ohne Werkzeug hantieren. Der hier bekommt relativ gut sein Material. Die hier so überhaupt und gar nicht. Na gut, es kann natürlich sein, dass der eine jetzt inzwischen dem anderen immer was wegklaut und dass der jetzt beispielsweise Holz hat und der nicht. Ja, das ist natürlich möglich. Ich bin am Überlegen, ob ich den vielleicht dann jetzt hier tatsächlich mal sagen sollte, du sollst nicht mehr arbeiten. Ja? Und dann hier, keine Ahnung, den Schmied erstmal hier zum normalen Beppo hier machen sollte. Dass hier erstmal die Arbeit niedergelegt ist. Wenn wir das tatsächlich brauchen sollten, wenn wir dann irgendwie Eisen über haben und sowas, dann könnte man das immer noch überlegen. So, Eisen haben wir eigentlich. Die Frage ist halt nur, wo? Wahrscheinlich immer noch größtenteils hier unten. Wo jetzt hier ordentlich gewerkelt wird. Damit wir halt am Werkzeug kommen. So, wenn wir Werkzeug haben, können wir uns einen Keks freuen. Ich würde echt gerne irgendwo wieder was bauen. Es geht nur im Moment nicht. Ja, hier der Weg, der ist bis hierhin schon gebaut. Wow, toll. Das wird immer besser. Hier auf der Ecke wird es irgendwie so gar nicht gebaut. Einfach mal, weil, boah, ist gerade nicht drin. Aber da haben wir halt auch Eisen, das da inzwischen hingeliefert wurde. Wir brauchen auch noch mehr Förster. Stimmt, da war was. Dann haben wir mal Hälfte Förster jetzt von denen, die wir brauchen. Da war ja was. Wir brauchten ja weitere Förster hier, damit wir auch überhaupt an das Holz kommen. Dann wiederum müssen wir gucken, wie machen wir das mit den Woodcuttern, damit die Leute halt vernünftig hier gewärmt sind und sowas. Naja, so Kleidung und sowas, darüber mache ich mir jetzt definitiv noch gar keine Gedanken. Das kommt halt dann irgendwann, wenn es dann irgendwann soweit ist. Wirklich so, der nächste Schritt ist eigentlich immer noch gucken, Werkzeug. Eine stabile Werkzeugproduktion, ohne dass wir halt wirklich da in Bredouille kommen. Theoretisch bräuchten wir dann wiederum halt auch wieder mehr Miner, damit halt auch das Eisen nicht zu wenig wird. Weil Eisen wird dann natürlich halt auch auf Dauer gesehen Mangelware. Ne? Der Schmied hier ist ordentlich am Kloppen. Aber wir brauchen halt auch die Förster. Es ist egal wie wir es machen, wir sind totally doomed. Der Trader kann da mal raus. Der kann meinetwegen hier in die Mine. Der eine Stonecutter hier, ne? Der macht auch seinen Job hier richtig. Ne? Hoffe ich. Wir müssen halt unsere derzeitigen Berufe, die wir haben, echt mal irgendwie auf Vordermann kriegen. Und hoffen, dass wir jetzt nicht irgendwie hier alle dem Tode geweiht sind, weil plötzlich irgendeine Pest ausbricht oder sowas. Ich kann im Moment nicht wirklich viel machen, außer hier ständig am Regler drehen.
und hoffen, dass da die richtige Kombination quasi drin ist, damit man dann halt hier im Spiel normalerweise weiterkommt. Es ist zum Mäusemelken. Ehrlich. Bin ja auch immer überlegen, ob ich hier weitere Häuser hinbaue. Aber halt, wenn hier sowieso immer alles den Bach runtergeht. Ne, hier ist ja ein Feuer ausgebrochen. Man erinnert sich ja vielleicht. Da ist ein Trader, das ist mir so egal. Theoretisch bräuchten wir weitere Bewohner. Aber die Sache ist die, dass wir halt immer noch nicht mit unserer Nahrungsproduktion so wirklich, wirklich auf Vordermann kommen, dass wir das wiederum halt auch ernähren können. Warum? Weil uns wiederum die Werkzeuge fehlen. Und damit uns die Werkzeuge nicht fehlen, brauchen wir mehr Leute. Es ist so ein ewiger Teufelskreis. Und dann natürlich die KI, die uns immer mal wieder zwischenspielt und denkt so, hey, hey, Alison, hey. Ne? Ja, Firewood ist immer low. Ist nie voll. Das ist das Problem. Das ist wirklich ein großes Problem. Venison? Was ist Venison? Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir so ein bisschen Nahrung. Das wenigste davon ist wirklich hiervon. Ich glaube, das meiste, was wir an Nahrung haben, kommt hier wirklich von den Bäumen. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Na gut, hier haben wir natürlich auch sehr viel. Sehr viel von nochmal anderen Kram. Ah. Der Woodcutter hier, ne? Tut auch irgendwie den ganzen Tag lang nichts, habe ich so das Gefühl. Ich sehe den nie arbeiten. Wir haben jemanden ohne Haus? Moment. Warum hast du kein Haus? Haben wir tatsächlich zu wenig Häuser? Ist es jetzt schon soweit, ja? Aber Werkzeugprobleme werden weniger. Das ist ja schon mal etwas. Vielleicht hat es tatsächlich was gebracht, dass ich hier einen weniger gehabt habe. Und hier stattdessen den wieder aufgenommen habe, was ich vorher abgerissen hatte. Ich überlege, baue ich ein Haus? 10 Eisen, 40 Steine. Ein Steinhaus, das brennt vielleicht nicht so schnell. Komm. Wir haben zwar nicht so viel. Das ist wahrscheinlich der, der da hinten kein Haus hat oder sowas. Hm? Achso. Eisen ist natürlich jetzt wenig. Ist natürlich doof. Nimm hier mal zwei weg, pack die hier zum Bauarbeitern hin, soll die hier mal bauen. Damit wir hier mehr Häuser haben, damit wir dann wiederum mehr Leute haben. Das ist vielleicht dann auch schon zu kritisch, vielleicht wird es dann nicht reichen. Aber abwarten. Ich hoffe, dass die Nahrung reichen wird. Ich hoffe es. Es wird wahrscheinlich sehr, sehr knapp. Es wird wahrscheinlich sehr, 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 sehr knapp. Ja, mal schauen. Das andere Haus ist auch fertig. Also bauen tun sie wirklich sehr, sehr schnell. Ne? Firewood Tools. Ja. Es ist immer das Gleiche. Es ist immer das Gleiche. Im Moment leider. Ich hätte gern, dass es anders ist, aber naja, was willst du machen? Ist halt so. Das ist halt so, das ist halt so. Wir haben immer noch nicht genügend Förster. Und hiervon und davon und eigentlich von allem. Ja. Ich packe hier nochmal zwei Miner rein. Dass wir einen Laborer haben, der hier von A nach B läuft und hier alles einsammelt, hier, was er hier gerade so findet. Warum auch immer hier noch weitere rumlaufen, aber naja. So, und dann... Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich bin echt so ein bisschen überfordert hier manchmal. Ich überlege auch noch, ob ich irgendwie noch eine weitere Farm bauen sollte, damit wir halt dann die Nahrungsproduktion auf Vordermann kriegen. Ne, irgendwie so eine Baumplantage oder sowas. Die Frage ist ja auch, wohin? Wohin, wohin? Wohin genau? So,
was? 15 mal 15 oder so was? Ja. Einfach mal dahin. Beste, was man jemals machen konnte oder so. Ich habe keine Ahnung. Hier, mach da mal ein paar davon rein. Sollen die das da vernünftig bewirtschaften? Wie auch immer. Und dann soll da irgendwie noch mal eine Baumplantage angebaut werden. Mit irgendeinen ganz tollen Dingen. Da haben wir Walnüsse, Gedöns. Wir bräuchten eigentlich hier irgendwie mal neue Seeds. Wenn da tatsächlich mal was ankommt. Wenn wir irgendwas mal im Handel haben, was wir tauschen können, dann müsste ich das da eigentlich eintauschen. Aber wir haben ja nichts im Überfluss. Das heißt, wir müssen mit unserem bisherigen Zeug hier irgendwie auskommen. Wobei es ist auch nicht so wirklich nötig, dass wir jetzt hier weitere Formen von Zeug haben. Aber ich hätte es halt irgendwie gern, weißt du? Ja, weitere Walnüsse. Können die, die ja vorher gebaut haben, da jetzt erstmal, ne? Ordentlich Farmer sein. Die kennen sich auf der Farm aus, die haben es gerade gemacht. Steine sind niedrig. Das heißt, bald brauchen wir auch noch mehr Stonecutter. Wir brauchen immer irgendwas, immer. Ich weiß nicht warum. Na gut, weil es sonst einfach wäre, aber trotzdem. Das geht doch nicht. Das geht doch nun wirklich nicht hier. Die sind hier auch irgendwie überbevölkert im einzelnen Haus, oder? Hier ist beispielsweise nur so ein Einsiedler hier. Der ist 62, der Schmied. Er wird bald sterben an Altersschwäche, habe ich so das Gefühl. Mit einer unserer ersten Bewohner hier. Genauso wie Kimberena, keine Ahnung, Farmerin. Ja, wir haben alte Bevölkerung, so ein bisschen. Ah, nun gut. Ich hoffe, dass es nicht so verkehrt ist, dass ich das hier gebaut habe. Firewood. Immer dieses Firewood. Hier machen wir hier so ein Herbalist. Und einen dahin. Alles, was wir an Laboranten hier haben, einfach mal irgendwo hin. Ein Merchant. Was hätte er denn so dabei? Cool Code. Für mehr Wärme. Na gut, die Kleider verschleißen natürlich auch. Das wäre jetzt auch überhaupt und gar nichts, was ich jetzt eintauschen würde. Also überhaupt gar nicht. Die Eisenmenge gefällt mir halt auch nicht. Ich meine, es reicht mehr oder weniger aus, um halt 1:1 halt jetzt hier die Ware auszutauschen. Aber wir kommen halt nicht in ein vernünftiges Plus. Wir kommen zwar in ein inzwischen Plus von Werkzeugen, aber das reicht natürlich nicht. Wir brauchen mehr aus der Mine. Mehr Leute, die in der Mine arbeiten. Wir brauchen mehr von allem. Es ist nicht mehr so viel, was uns fehlt, damit wirklich jeder Beruf hier vernünftig ausgelastet ist. Was? Reserve of food is low. Alter, wir haben 10.000. Willst du mich verarschen? Das verstehe ich gerade ja mal gar nicht. Also wirklich mal gar nicht. Ja, das hier wird jetzt natürlich noch ein bisschen dauern, bis das jetzt hier ausgearbeitet ist. Damit man da vernünftig Ernte von einfahren kann. Aber dass er bei 10.000 sagt, der Food is low, also bei unserer Bevölkerung jetzt, ist ja dann doch irgendwie ein bisschen fragwürdig. Ja? So. Ich hätte halt auch gern, so auf lange Sicht gesehen, dass wir halt dann irgendwann mal jemanden haben, der Stahlwerkzeuge herstellt. Weil die halten ja länger. Aber das ist halt so eine Frage der Zeit. Das ist wirklich eine große Frage der Zeit. Die hier würden kein Eisen kosten. Aber es sind halt Holzhütten. Oh, der Laborant ist weg. Ich nehme hier mal zwei Förster weg, dass die hier zu den Bauarbeitern gehen. Warum auch immer ach, das war ein Forester. Der Forester ist an Hunger gestorben. Ich hatte niemanden, der hier gehungert hat. Wirklich niemanden. Ich hatte hier niemanden, der gehungert hat. Stone ist jetzt natürlich niedrig. Tools ist low. Ja, gut, Tools wird auch schon weniger.
Es ist doch zum Mäusemelken. Hey, ehrlich. Du kommst einfach nicht aus diesem Teufelskreis wieder raus. Du bist einfach immer drin. Immer. Ich weiß halt nicht, wie ich da rauskommen soll. Ich bin hier irgendwie in so einem ewigen Sackgasse, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Leider. Jetzt auch nur noch ein Werkzeug, zwei Werkzeuge, eben noch hier so 17. Plötzlich sind sie alle wieder weg. Und das Eisen wird jetzt natürlich auch nicht abgeholt. Hier sammelt sich das Eisen direkt vor den Toren. Das heißt, wir haben theoretisch auch wieder mehr Eisen, wenn es dann irgendwie mal abgeholt wird. Wenn es wirklich wenn nicht wäre. Das heißt, jetzt bräuchten wir wieder diese Laboranten, die halt die ganze Ware von A nach B räumen. Firewood ist mal wieder low. Na gut, aber Firewood ist im Moment ein kleines Plus. Ist ja schon mal etwas. Es ist echt hier so ein bisschen so nervenzehrend. So, wird es reichen, wird es reichen? Meistens reicht es einfach nicht. Es reicht einfach hinten und vorne überhaupt gar nicht. Das ist so ein Problem. Ne, hier sammelt sich wirklich das Eisen echt in Massen. Jetzt wird es hier so langsam mal irgendwo hin transportiert. Wohin, weiß ich jetzt auch nicht. Es ist einfach gerade mal nicht da. Es ist irgendwie weg. Das Eisen ist einfach weg. Ich weiß nicht, wo es jetzt hin ist. Ganz ehrlich, hier war haufenweise Eisen. Hier war Eisen, da war Eisen. Es ist einfach weg. Einfach weg. Da waren jetzt zwar ein paar Leute, aber es war einfach weg. Was soll denn das? Es war jetzt nichts hier, was ich jetzt gemacht habe, das jetzt so viel Eisen gefressen hat. Ja, und beim Schmied ist jetzt definitiv nicht so viel Eisen auf Vorrat. Ja, und bei dem hier unten auch nicht. Also ich kann es mir jetzt nicht erklären. Gut, jetzt haben wir wieder 24. Jetzt haben sie wahrscheinlich in irgendein Lager gebracht. Hat nur eine halbe Stunde gedauert. Ja. Ich weiß auch nicht, wo die es genau hingebracht haben, ob es jetzt das Lager hier tatsächlich ist oder doch irgendwo anders. Ich kann es nicht sagen. Ganz ehrlich, ich kann es einfach nicht sagen. So, ich mache mal hier ein paar Stonecutter mehr. Damit wir halt mal wieder an Steine kommen, damit wir dann theoretisch mehr Leute haben können. Aber nur so theoretisch. Nachher werde ich wieder verhungern. Ich sehe das schon kommen. Wir haben auch schon wieder keine Werkzeuge. Ah! Es ist zum Mäusemelken, ey, ehrlich. Es ist einfach zum Mäusemelken. Ich komme da irgendwie nicht raus. I'm doomed. Big doomed. Ich weiß nicht, wie andere es machen, dass die irgendwie eine Bevölkerung haben von 300.000 Tröpfzig. Weißt du, so ein Motto. Na, und ich hänge hier. Ich habe noch nicht mal 100 Bevölkerung. Ich habe einfach nichts. Und mein Volk ist immer am Klagen. Immer hat es irgendwas. Immer mangelt es an irgendwas. Ja? Ich weiß nicht, wie man das bewerkstelligen soll. Im Ernst. Ich weiß es einfach nicht. Jetzt ist er natürlich am Sterben. Na gut, wegen Falling Tree. Das ist jetzt natürlich auch ein toller Grund. Ah. Ich komme aus dieser Sackgasse einfach nicht raus. Ich bin wirklich gefangen in einer ewigen Sackgasse. Es ist ein ewiger Teufelskreis, der sich niemand schließt. Da bin ich echt am Überlegen, probiere ich es dann halt nochmal neu. Ne, behalte diesen Speicherstand, nicht, dass er halt aufgegeben ist halt, ne, aber halt... Ich würde es tatsächlich echt nochmal auf einer anderen Map probieren, um zu gucken, ob ich dann das, was ich jetzt inzwischen gelernt habe, irgendwie anders und besser umsetzen kann. Ja, dass ich da nicht mein Werkzeug verkaufe. Dass ich nicht Schafe kaufe. Dass ich nicht irgendwie hier irgendwie was bezahle und sowas. Weißt du, wofür ich definitiv derzeit noch nichts über habe. Ne? Dass ich nicht alle Laboranten dann irgendwo anders hinpacke. Dass ich immer irgendwen habe, der die Items von A nach B tragen kann. Und all so ein Spaß, weißt du? Und dann hier manchmal, die verhungern, obwohl sie alle genug zu essen haben. So was verstehe ich auch nicht. Ja, also wenn sie nichts essen wollen, dann kann ich da auch nichts für.
Ich weiß nicht, ob die KI speziell in dieser Map einfach gerade schon so verhunzt ist, dass einfach deswegen auch nichts läuft. Ich habe keine Ahnung. Manchmal treten ja solche Bugs auf. Und ob es damit irgendwie zusammenhängt, ich kann es nicht sagen. Aber es ist echt so ein bisschen frustrierend. Es ist wirklich frustrierend. Und deswegen würde ich sagen, mache ich an dieser Stelle dann erstmal mit dieser Map Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir da halt wieder eine neue Stadt angehen. Hoffe, dass ich irgendein Seed erwische mit vernünftigen Bauflächen und sowas, weil wenn ich dann irgendwie zwischen Bergen wieder lande, dann Prost Mahlzeit. Ja, aber schauen wir mal. Bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.